Wir werden jetzt die Radhika hören. Sie wird jetzt einen Vortrag halten über NFT. Sie ist Künstlerin und sie wird jetzt beschäftigt sich schon eine geraume Zeit mit dem Thema NFT. Sie war jetzt auch in der aktuellen oder wird in der nächsten Startup-Welle-Ausgabe wird sie mit drin sein mit dem Beitrag. Und Stage is your. Ich wünsche dir viel Erfolg und bis gleich. Ja, vielen Dank, Markus. Ich hoffe, man hört mich auch. Hallo zusammen. Ja, danke für die Introduction. Ich habe ein ganz spannendes Thema heute, was aber auch sehr schwer ist, natürlich in 20 Minuten irgendwie zusammenzufassen. Ich gebe mein Bestes, mich kurz zu halten und die wesentlichen Punkte anzusprechen, die für mich von Bedeutung sind. Also, welche Bedeutung hat das Metaverse für die Kunstwelt? Das ist mein Thema. Wir haben ein paar Minuten, also wenn wir drin sind, wir waren jetzt auch ein bisschen länger drin, also ist gar kein Thema. Wir haben ja die Talkrunde zwischen 16 und Okay. 17 Uhr. Also wenn es 5 Minuten noch länger geht, gar kein Thema. Ja? Alles klar, da weiß ich Bescheid. Dankeschön. Ja, also die Frage, welche Bedeutung das Metaverse für die Kunstwelt hat, habe ich mir ja schon jetzt länger gestellt. Alles, was es in der realen Welt gibt, wird in der virtuellen Welt, also dem Metaverse, nachgebildet. Und Maximilian und Annette haben ja eingangs schon sehr schön erklärt, was das Metaverse ist. Es ist ein digitales Universum, das bald schon genauso vielfältig und beeindruckend wird wie die Realität. Und das Metaverse versetzt uns in eine Welt, ja, voller neuer Lebensperspektiven und Erfahrungen. Und wer weiß, zukünftig könnten kulturelle Barrieren, Ländergrenzen und sogar physikalische Gesetze überwunden werden. Und das macht das Ganze so faszinierend. Also das Metaverse bietet einfach unendlich viele Möglichkeiten, die unsere oder zumindest meine Vorstellungskraft überschreiten. Ja, in der realen Welt kannst du in eine Kunstgalerie gehen, ein Kunstwerk mit Signatur kaufen und dir eigentlich auch relativ sicher sein, dass es sich dabei um ein Original handelt. Du kannst dein Kunstwerk mit nach Hause nehmen, es dir an die Wand hängen, dich daran erfreuen und deinen Freunden zeigen. Und das Kunstwerk wird ein Teil deiner Geschichte. Es wird dich begleiten und vielleicht auch Erinnerungen bei dir auslösen. Was hat dich fasziniert, als du das Bild das erste Mal gesehen hast? Oder wie sah der Raum aus? Mit wem bist du zusammen gewesen? All diese Gefühle verbinden dich für immer mit deinem Kunstwerk. Und jetzt sollen wir genau dieselben Erfahrungen in virtuellen Galerien mit digitaler Kunst machen. Ich möchte mich erstmal kurz bei euch vorstellen. Also ich heiße Radhika Murmann, ich komme aus Düsseldorf und ich bin in einer Boutique-Agentur Projektmanagerin für digitales Marketing. Und wie Markus schon erwähnt hat, bin ich auch Künstlerin. Ich schaffe mit meinen Händen aus Farben physische Bilder. Ich bin keine digitale Künstlerin, zumindest noch nicht. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Ja, mehr als ein Dutzend Metaverse-Museen und Galerien sind entstanden, seitdem dieser ganze NFT-Hype jetzt im letzten Jahr so wirklich ernsthaft begann. Und als Künstlerin habe ich mir die Frage gestellt, was das eigentlich für meinen Berufsstand bedeutet und was ich empfinde bei diesen Entwicklungen. Was bedeutet es denn eigentlich, sein Werk nur digital zu vermarkten? Wo bleibt die Emotion? Wenn ich ein Bild male, dann denke ich an den Betrachter. Also ich denke daran, wie er die Komposition der Farben aufnimmt, wie die Formen auf ihn wirken. Ich stelle mir vor, welchen Effekt die Strukturen der Bilder haben. Und wie soll all das in einer digitalen Welt vermittelt werden? Habe ich dann noch überhaupt als Künstler die Neugier zu wissen, wo mein Bild hängt, virtuell hängt und wie es auf seine Umgebung wirkt? Denn so wie ich das Internet kenne oder wie PCs kenne, jeder Bildschirm wird das Bild ja anders dargestellt. Und es ist dann überhaupt noch mein Werk, das im Metaverse präsentiert wird. Und aus dieser Neugierde heraus habe ich dann natürlich
mir einige Metaverse-Museen und Kunstgalerien angeschaut und ich muss sagen, ich habe neue Ansätze entdeckt, wie Kunst in einer virtuellen Galerie geschaffen, ausgestellt und gesammelt werden kann. Es ist eine aufregende neue Welt, aber ich muss auch sagen, die Galerielandschaft des Metaverse steckt noch in den Kinderschuhen. Also das volle Potenzial ist noch nicht ausgeschöpft. In einem Interview vom letzten Sommer hat Mark Zuckerberg gesagt, das Metaverse ist ein, jetzt muss ich mal schauen, ein verkörperlichtes Internet, hat er gesagt. Ein Raum, in dem man Inhalte nicht nur anschaut, sondern sich selbst darin befindet. So. Und trotz der Kreativität der Galerien, die ich besucht habe, haben sie mich im Endeffekt doch an Sims oder andere Videospiele erinnert. Ich habe ja eigentlich zu keiner Zeit leider das Gefühl gehabt, in einer echten Galerie zu sein. Also das Metaverse ist, wie ich es empfinde, noch weit von dem entfernt, was Zuckerberg sich vorstellt. Da ich keine VR-Brille besitze, habe ich natürlich diese Meta-Welten über meinen ganz normalen Webbrowser besucht und ja, wie jetzt hier auch, zur Steuerung meines Avatars habe ich Tasten gedrückt und war mir die ganze Zeit über meines realen Standortes, also meines Büroschreibtisches, bewusst. Was aber vielleicht noch viel mehr auffiel, war, dass die Museen und Galerien, wenn jetzt kein besonderes Ereignis stattgefunden hat, fast schon wie ausgestorben wirkten. Also da waren fast keine anderen Avatare anwesend und es fand auch kaum bis gar keine Interaktion statt. Und ich finde, Markus hat das am Anfang ganz schön gesagt, vielleicht befinden wir uns etwa dort, wo wir wären, wenn es jetzt, ich glaube, 1994 wäre, sagte er, wie bei den Anfängen des Internets. Es war sehr revolutionär, aber die Technologie war im Vergleich zu heute noch ziemlich begrenzt. So schließe ich dann für mich, das Metaverse ist in der Kunstszene aktuell eher noch ein Versprechen als Realität und die Technik ist noch in der Entwicklung. Aber vielleicht besteht der Reiz einer Metaverse-Galerie darin, sich mehr auf die Dezentralisierung dieser neuen Welt einzulassen, die traditionelle Machthierarchie einer Galerie umstößt. Und das ist für mich als Kunstschaffende noch viel interessanter und viel, viel wichtiger. Es findet ein Paradigmenwechsel statt, der Welt des Kunstschaffens komplett auf den Kopf stellt. Und ein großer Schritt sind die Non-Fungible Tokens. Annette hatte ja schon zu Beginn einiges zu NFTs gesagt. Und ja, ich kann so viel sagen. NFTs sind vielseitig einsetzbar. Man kann Audiodateien, Tweets oder Kryptokunstwerke als NFT erwerben. Und im Bereich der Kunst können nicht nur digitale Werke mittels NFT gehandelt werden, es können auch klassische Kunstwerke digital vermarktet werden. Und es gibt auch schon viele Galerien, die beginnen damit, Rechte an Ölbildern, Skulpturen in NFTs zu überführen. Ja, die Besonderheit im Vergleich zum klassischen Kunsthandel besteht eigentlich darin, dass die NFTs auch die Möglichkeit bieten, ein Kunstwerk in mehrere Eigentumsrechte aufzuteilen. Das kann man sich in etwa so vorstellen wie bei einer Aktiengesellschaft. Also es können mehrere Personen Anteile an einem einzigen Kunstwerk erwerben. Und diese Möglichkeit der Aufteilung öffnet den Kunstmarkt auch für Käufer, die sich eben bislang aufgrund von dem oft gehobenen Preisniveau dann abschrecken ließen. Jetzt kann man sich mal die Frage stellen, wie es sich anfühlt, Eigentümer bzw. Miteigentümer eines Gerhard-Richter-Bildes zu werden, auch wenn es sich nur um einen kleinen Anteil handelt. Es spielt auch keine Rolle mehr, wo genau auf der Welt sich der Käufer befindet. Und vor allem der Besuch in einer Galerie ist nicht mehr notwendig. Galerien sind für mich ein Ort der Inspiration, aber ja, die oft, wie soll ich sagen, elitär wirkenden Galerien können auch für viele Menschen einfach einschüchtern. Und sie gehen dort dann prinzipiell nicht hin. Diese allgemein aufkommende Begeisterung über das Metaverse und NFTs
sehe ich noch mit gemischten Gefühlen. Ich möchte aus der Brille einer Künstlerin, möchte ich mit meinen Bildern Menschen bewegen. Sie sollen erreicht werden und sollen die Welt mit meinen Augen sehen. Und dann frage ich mich, wie viel Emotion bleibt eigentlich noch übrig, wenn ich mit einem Mausklick ein Tausendstel eines Bildes erwerben kann? Wird dann Kunst zur Massenware, wie es damals zum Beispiel bei der Musik der Fall war? Viele meiner Lieblingslieder haben mich in meiner Kindheit nur erreicht, weil sie nun einmal nur auf Kassette waren. Und das Vorspulen war mir dann einfach zu mühselig. Und heute gehe ich auf meine Spotify-App und gebe einem Song vielleicht ein paar Sekunden Zeit, bis er dann mit den 100 anderen Liedern ins musikalische Nirvana verschwindet. Also möchte ich, dass bei meinen Bildern, bei denen jeder Pinselstrich für mich eine Bedeutung hat, einfach nach rechts gewischt wird. Beziehungsweise im schlimmsten Fall sogar nach links. Ich sehe aber, das hört sich alles so negativ an, also ich sehe auch sehr, sehr viele Vorteile für die Kunstwelt im Metaverse. Denn für Künstler in der realen Welt stellt sich immer wieder die entscheidende Frage, wer entscheidet, was Kunst ist? Also für uns Künstler gibt es eine Reihe von Gatekeepern in der echten Welt, wie Kuratoren, wie Kritiker und auch die Sammler, ohne die ein Kunstwerk der Öffentlichkeit nur schwer zugänglich gemacht werden. Und in der digitalen Welt kannst du mit deiner Arbeit einfach ganz eigenständig und losgelöst von Mittelsmännern ein weltweites Publikum erreichen. Und das Metaverse bietet einfach ein unvorstellbares Maß an Konnektivität, das noch vor wenigen Jahrzehnten total unvorstellbar war. Und ich kann zum Beispiel hier auf dieser Plattform eine eigene Galerie erstellen und meinem Publikum eröffnen. Mithilfe von virtuellen Welten und Avataren kann ich Menschen aus allen Teilen der Welt mit meiner Kunst erreichen. Künstler müssen nicht erst Galeristen überzeugen, sondern können auch direkt mit potenziellen Käufern in Kontakt treten. Der Künstler im Metaversum, auch in Verbindung jetzt mit sozialen Netzwerken wie Instagram und Facebook, tritt aus einer Anonymität heraus und die Follower können teilhaben am Leben des Künstlers. Und hierdurch entsteht einfach eine ganz andere Nähe, die in einer traditionellen physischen Galerie oft nicht geschaffen werden kann, beziehungsweise meiner Meinung nach fast gar nicht geschaffen werden kann. Und dann ist da noch der vielleicht nicht ganz unwichtige finanzielle Vorteil. Bei der konventionellen Art, Kunst zu verkaufen, würden die Künstler niemals von Sekundärverkäufen profitieren können. Und im Gegensatz dazu zielt ja Web3 eigentlich darauf ab, die Künstler kontinuierlich zu bezahlen. Also jedes Mal, wenn ein NFT verkauft wird, erhält ja der Urheber einen bestimmten Prozentsatz der Verkaufssumme. Ja, Fakt ist, dass NFTs eine neue Öffentlichkeit für Kunst schaffen und auch sehr viele positive Veränderungen mit sich bringen. Und was wir daraus machen, bleibt uns überlassen. Und zum Thema Metaverse ist es meiner Meinung nach noch zu früh, um zu sagen, ob das Metaverse jetzt die Zukunft der Kunstgalerien ist. Ich glaube, Timo hatte anfangs schon gesagt, dass es nur 12.000 Geräte gibt, weltweit gibt, die Metaverse-fähig sind, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das zeigt ja, wir stehen ganz am Anfang einer sehr, sehr aufregenden neuen Ära des virtuellen Lebens mit grenzenlosen Möglichkeiten, deren Konturen und Umrisse jetzt einfach zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer zu erkennen sind. Und unabhängig davon, ob sich das Metaverse jetzt zu einer eigenständigen, immersiven, virtuellen Welt entwickelt, die irgendwann vielleicht parallel zu unserer physischen Welt existiert oder die physische Welt mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ergänzt wird, die Verbindung von virtuellen Technologien und visuellen Künsten verspricht einfach phänomenale und noch nie dagewesene Erfahrungen für uns. Und ich für meinen Teil werde weiterhin auf echter Leinwand mit echter Farbe malen. Aber meine Hoffnung für die Zukunft ist, dass das Metaverse eines Tages ein Raum wird, in dem
mein digitaler Avatar einfach in einer Galerie gehen kann und mein Kunstwerk an die Wand. Ja, und Markus sagte auch, und ich wiederhole das auch nochmal, weil ich das sehr, sehr wichtig fand, wie erfolgreich das Metaverse für uns digitale Künstler sein wird oder für uns Künstler sein wird, hängt letztendlich davon ab, wer die Hoheit über das Metaverse hat. Und es ist für alle Beteiligten eine neue Welt, aber ich glaube fest daran, wenn wir die derzeitigen Ideale beibehalten, dann wird es auch eine Welt sein, die Künstler mit Sicherheit zu würdigen wissen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in dieses sehr, sehr, für mich sehr, sehr spannende Thema geben. Ich danke Markus und Stefan für die Organisation dieser sehr, sehr spannenden Veranstaltung und dass ich hier stehen darf, dass mein Avatar hier stehen darf. Und ja, wünsche uns allen ganz viel Spaß im Talk und übergebe jetzt das Wort wieder an Markus.